Es wird immer diskutiert, ob man welche Messer man so mitnimmt, oder es wird gezeigt, das ist mein EDC, das ist mein EDC, das nehme ich immer mit, das nehme ich immer mit. Und bei mir ist das zum Beispiel ein bisschen unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel das, wenn ich ein ganz normales Wenger. Ne, Quatsch, Victorinox ist das. Wenn ich draußen unterwegs bin in der Stadt oder so, einfach nur ein Messer dabei zu haben, für was man auch immer ein Messer braucht. Wie zum Beispiel das hier mit. Und wenn man irgendwo kontrolliert wird von der Polizei oder sei es bei irgendwelchen Veranstaltungen, das wird dann nicht weggenommen. Also ich habe das schon mal im Kölner Fußballstadion dabei gehabt und das ist mir nicht weggenommen worden. Warum auch immer. Dieses Victorinox hat auch üblich immer eine Pinzette dabei und einen Zahnstocher. Ich glaube, das kam so um die 25 Euro, ist also für ein kleines Klappmesser nicht gerade günstig. Aber so ist das bei Victorinox. Also wenn ich in der Stadt bin oder so, also nicht im Wald, ist das Wahl Nummer 1. Manchmal nehme ich allerdings auch das hier mit, das werden etliche Leute kennen. Das ist von der Bundeswehr, das ist auch von Victorinox. Eine Klinge. Eine Säge mit einem extra Sägeblatt Schonung, keine Ahnung, wie man das nennt. Und das sägt wie die Hölle. Da brauche ich noch nicht mal viel Kraft aufwenden, das arbeitet auf Zug, nicht auf Druck. Hier ist halt ein Flaschenöffner dran. Und hier eine kleine Nagelfeile. Und es hat gebraucht bei Papis Army Store in Bad Marienberg 10 Euro gekostet. Ne, Quatsch, 6 Euro. So, des Weiteren hat es hier dran einen Korkenöffner oder Korkenzieher. Wobei ich mich immer gefragt habe, wofür verdammt nochmal brauche ich denn einen Korkenzieher? Außer wenn ich Wein trinke. Aber draußen trinke ich keinen Wein. Ich bin so auf die Idee gekommen, sag mal, entweder meine, ich habe Lederschuhe, die sind kaputt, ich muss die nähen und ich habe draußen Nähzeug dabei, die kommt ich aber durch Leder. Und dafür ist das Ding perfekt geeignet. Ne? Und, falls man draußen einen Franzosen trifft, im Wald, kann man sich schön angeben. Des Weiteren ist hier eine richtig geile Aale dran. Und mit der kann man richtig auf Druck arbeiten. Und mit der habe ich schon öfters gearbeitet. Die ist wirklich sau gut. Das habe ich vor lauter Begeisterung vergessen. Den Schutz für die Sägeblätter drauf zu machen. Und dann haben wir halt die gehabt. Von Victorinox. Eine sehr gute Klinge. Also diese zwei, die habe ich meistens in der Hosentasche, wenn ich nicht unbedingt im Wald einen längeren Aufenthalt kann, also sagen wir mal in der Stadt. Ähnlich ist das mit dem hier. Das ist so ein kleiner 3-Euro-Pfund vom Flohmarkt. Da ist auch eine Klinge dran. Hier ist eine Schere, eine kleine Aale, Korkenzieher. Wir denken an die Franzosen. Ich habe auch zwei Franzosen dabei. So, das sind also meine drei, die ich mitnehmen würde, uneingeschränkt, wenn ich in den Wald gehe. Nicht in den Wald gehe, sondern draußen in der Stadt bleibe. Dann habe ich hier ein, sagen wir mal, EDC. Wenn ich im Wald einen Aufenthalt plane und was kochen will. Das ist eigentlich mein, das Opinel ist mein Outdoor-Küchenmesser, weil es eben so scharf ist. Und das geht durch alles wie Butter. Aber es ist eben mein Küchenmesser.
damit zu betonen oder zu choppen. Ah, mein. Lange Zeit war das hier mein EDC, wenn ich nicht in den Wald gegangen bin. Das werden auch viele ehemalige Bundeswehrsoldaten kennen. Das ist auch von Victorinox für die Bundeswehr gemacht. Mit dem Wellenschliff. Wobei ich wirklich nicht weiß, wozu man einen Wellenschliff braucht. Ich weiß es nicht. Taue durchschneiden? Vergesst es. Ein richtig scharfes Messer schneidet Taue schneller durch als ein Wellenschliff. Leider ist dieses Messer für Otto Normalbürger nicht erlaubt. Zumindest nicht draußen. Denn dadurch, das ist ein Einhandmesser. Wenn ihr das draußen mit euch rumschleppt, ihr seht das Video, lasst es zu Hause. Das ist ein Einhandmesser. Lasst es zu Hause. Nicht nur, dass es euch wegnehmen, ihr kriegt auch noch richtig Ärger drauf. Aber es ist halt auch wieder eine schöne Ahne. Und den von Victorinox gezeigten, bisher gezeigten Korkenzieher hat es nicht. Schraubenzieher, Flaschenöffner, Dosenöffner, Philips Schraubenzieher, also Holzschlitzschraubenzieher. Leider nicht erlaubt draußen mitzutragen. Die sind erlaubt und die trage ich je nachdem immer so mit mir rum. Das ist wie gesagt mein Küchenmesser. Jetzt kommen wir zu einem Messer und das ist von Opinel, und zwar das Outdoor. Und das Outdoor ist eigentlich ein Geschenk gewesen für den Sohn meiner Freundin. Das hat hier, ist eigentlich auch sehr scharf gewesen, muss ich mal nachschleifen. Ich hätte das jetzt neulich mal zuschleifen müssen, weil die Klingenspitze abgebrochen war. Hat auch einen Wellenschliff und ich frage mich schon wieder, wozu brauche ich denn draußen einen Wellenschliff, wenn es ein Outdoor-Messer ist? Wenn die Leute sagen, oh, da ist ein Schäkelöffner und der Wellenschliff, das ist für Seeleute. Populores. Ich brauche keinen Wellenschliff, um eine dicke Taue durchzuschneiden. Ich brauche nur eine scharfe Klinge. Kein Wellenschliff. Ich muss an den Dingen nicht sägen. Ein scharfes Messer geht durch jedes Tau. Mit ein bisschen Druck. Aber mit weniger Druck, als ich mit so einem scheiß Wellenschliff brauche. Des Weiteren hat es aber auch hier, erstmal gefällt mir so die Farbe. Und es ist die Größe 8. Und des Weiteren fiel mir daran, als ich das verschenkt habe. Also es war ursprünglich mein Messer. Und ich, wenn jemand Geburtstag hat, verschenke ich nicht nur etwas, wo ich mir überlege, was derjenige gebrauchen könnte. Also ich verschenke meistens etwas, was mir selber schon gehört hat oder ich selber benutzt habe, woran ich ein bisschen hänge, und gebe das an jemanden weiter, an dem mir was liegt, um ihm zu zeigen, hier hast du etwas, was ich benutzt habe, woran ich hänge, und du stehst auf meiner Liste für die Menschen, an denen mir was liegt. So. Was mir wirklich gut gefallen hat daran war, hier ist eine Pfeife dran. Also für den Notfall. Aber kein EDC-Messer. Und mal ganz ehrlich, wenn ein Polizist den Schenkelöffner sieht, denkt er, das ist ein Einhandmesser. Nehmt es nicht mit raus. Ist besser. Dann komme ich zu einem Messer, das war im Set mit einem Aufbruchmesser, Jagdmesser, Aufbruchmesser, einer Taschenlampe, auch in diesem Anti-Digital-Druck. Das ist wirklich verdammt schwer. Aber ich mag dieses Messer. Nur leider hat es wieder diese Öffnung, falls man das sehen kann. Hier. Das gilt als Einhandmesser, verdammt. So. Und, aber die Klingen. Es wird gerade die Bahn vorbei. Und das ist von MFH. Und MFH ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Die machen mal gute Sachen, die machen mal schlechte Sachen. Manchmal machen die einfach nur Schrott.
Das ist aber ein richtig geiles, stabiles Messer. Das wiegt richtig viel. Und es hat eine extrem scharfe Klinge. Aber damit noch nicht genug. Hier ist noch eine weitere Klinge. Hier ist ein Fanghaken dran. Und diese Klinge, ich weiß nicht, wofür man die benutzt. Ob das zum Schaben ist, wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Oder wenn man einen Stock hat, den man bearbeiten will, um ein bisschen mehr Druck zu haben. Keine Ahnung. Das Ding ist auch sau scharf. Wird hier hinten geschlossen. Und hier haben wir eine Säge. Und ich habe die auch noch nicht probiert. Aber mal gucken. Die arbeitet auf Druck und auf Zug. Und das ist nicht schlecht. Das Aufbruchmesser, ich werde es mal in einem anderen Video vorstellen. Das Aufbruchmesser mit der Taschenlampe, der zugehörigen Scheide und diesem Messer. Das waren 26 Euro. Geiles Messer. Leider. Einhandmesser. Leider. Dann. Das Messer habe ich schon, glaube ich, 8 Jahre, da war ich drüben in Amerika. Das ist ein Guideman Series Messer. Hat eine lebenslängliche Garantie. Und ist leider ein Einhandmesser. Also in Amerika ist es echt kein Problem, das mit sich rumzuschleppen. Das ist auch schön scharf. Man hat in Amerika, ich meine, 6 Dollar gekostet. Darf man leider nicht mitnehmen, weil das ein Einhandmesser ist. Außer man macht diese 2 Knüppelchen da weg. So, diese Messer, die kosten alle so um die, gebraucht 6 Euro, 6,26 Euro, 3 auf dem Flohmarkt. Mit dem Set 26, 27 Euro, 8 Euro, keine Ahnung, 12 Euro bei eBay, 6 Dollar in Amerika. Jetzt kommen wir zu einem Messer, wo ich sagen muss, und da habe ich öfters was gelesen bei Facebook in den Messergruppen oder Bushcraft Beyond Survival, die geilste Gruppe auf Facebook übrigens. Das ist von der Firma Kleiber. Und das habe ich bei Aldi gekauft. Und das ist das geilste Messer, weil es ist so stabil. Schön ist es auch. Und es hat 3,59 Euro gekostet. Das habe ich schon im letzten Herbst bei Aldi gekauft, und die haben das, diese Messersammlung, das sind immer die gleichen Messer. Die haben die so alle 4, 5, 6 Monate immer wieder mal im Angebot. Das ist also von der Firma Kleiber bei Aldi. Ich nehme dazu so Standard Victorinox. Dann kann man sehen, das Messer ist gleich lang, ist aber dicker. Hat 90 Grad Winkel, um zum Beispiel einen Feuerstahl abzuziehen. Ist extrem scharf. Hier unten, da kann man Sachen mit aufbrechen. Ich will es jetzt hier nicht so vollführen. Mal gucken. Ist also extrem stabil. Zur Not kann man das auch jemandem vor den Kopf hauen. Zur Not. Und für 3,59 Euro sind wir wieder beim Discount Bushcraft Kit oder Discount Zubehör, was man so mit sich rumschleppen möchte. Für 3,59 Euro ein sau geiles Messer. So,
vielen Dank fürs Zusehen. Bewertungen, Kommentare, neue Subscriber werden gern gesehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.